really making somebody else angry. I mean, you can be angry. Naja, man kann nicht wirklich jemanden wütend machen. Du selber kannst wütend sein. And as you say, you know, if you sincerely feel anger and you express anger, you allow yourself to be angry for a moment, actually it feels very good. Und wenn du ehrlich wütend bist und du erlaubst dir, das auszudrücken, but I don't think it's really about anger. It's about being who you are. Was geht eigentlich nicht um Wut? Es geht ja darum, zu sein, wer du bist. You could also be sad, you know, be deeply sad. Du könntest ja auch traurig sein, tief traurig. But there's something very, very touching in being absolutely honest. Aber es ist etwas sehr berührend daran, wenn man absolut ehrlich ist. Because then you're a bit like a little child. Denn dann bist du ein bisschen wie ein kleines Kind. You know, little children have no problem to be how they feel like. Kleine Kinder haben kein Problem damit, einfach so zu sein, wie sie sich fühlen. And so with little children we feel something very authentic. Also mit kleinen Kindern, die empfinden wir ja immer als sehr authentisch. And which is maybe a better word than honest and dishonest. It's more like to be authentic. Das ist vielleicht noch ein besserer Ausdruck als ehrlich oder unehrlich. Eigentlich geht es um authentisch sein. Yeah. And so in a way the invitation is to be authentic. Also die Einladung ist, authentisch zu sein. And whenever you're authentically sad or authentically angry or authentically whatever, boring, it feels always very good. Und wann immer du authentisch wütend, authentisch traurig oder authentisch gelangweilt bist, das fühlt sich immer gut an. And people then have to deal with that. Und dann müssen Leute halt damit umgehen. Maybe now you're the happy girl who's always somehow happy. Jetzt bist du ja vielleicht dieses glückliche Mädchen, das immer glücklich zu sein scheint. So in one way that's kind of nice and comfortable for everybody else. Das ist zum einen ist das ja schön und auch bequem für alle anderen. But if you really become more and more close to people and you work with people, you live with people, then actually this becomes something like difficult. Aber wenn du näher bist mit Leuten, wenn du mit denen arbeitest und mit denen zusammen wohnst, dann wird das schwierig. Because you may be feeling incredibly sad. Denn du fühlst dich vielleicht sehr traurig. Vulnerable. Verletzlich. And what you really, really want is a big hug from somebody. Und was du wirklich, wirklich willst, ist, dass dich jemand mal so richtig umarmt. But if you walk around being very, very happy. Aber wenn du umherläufst und sehr glücklich aussiehst. Maybe nobody really understands that. Dann wird keiner das verstehen. Yeah. So I think it's not so easy. It's kind of a vulnerable step to take on whatever your feelings are. Also das ist nicht so einfach. Das ist ein Schritt in die Verletzlichkeit, mit dem zu sein, was deine Gefühle sind. Sometimes there are moments where I see I want to express something, but I can't. Manchmal sind da Momente, wo ich merke, ich möchte da was ausdrücken, aber ich kann nicht. And then often there are moments where I realize afterwards that I completely don't feel, that I don't know how I feel then. Und dann gibt es auch Momente, wo ich hinterher merke, dass ich gar nicht weiß, wie ich mich fühle. And I try now to really take time to sit down and ask myself, how do you feel really actually? Und jetzt nehme ich mir Zeit und versuche zu spüren, wie geht's mir eigentlich wirklich. Yeah, it's great. Ja, das ist sehr gut. And then to gradually discover that you're allowed to feel whatever you feel. Und danach nachzuentdecken, dass du erlaubt zu fühlen, erlaubt bist zu fühlen, was gerade da ist. Whether other people like it or not. Ob das anderen jetzt gefällt oder nicht. That's not your business. Their business to deal with that part of it. Das ist ja nicht deine Angelegenheit, damit umzugehen. Das ist ja ihre Angelegenheit.